Gut, es geht weiter mit Teil 2 von, das habe ich gerade weggeschmissen, von die übersehene Aufseherin. Und zwar durchsuche den gesperrten Flügel. Der ist jetzt hier. Also wir sind in der Trainingsvault, da oben kommt man rein, gell? Da und wir sind, können jetzt den gesperrten Flügel durchsuchen. So, also rein. Rein da. Achso, ja, jetzt ist der offen. Gut, durchsuche. Jetzt warte. Was quatscht die? Alter. Wo sind wir jetzt? Ist das jemand? Oh nee. Oh Bleiben. nee. Wir suchen Flügel. Ja. Unten, ich musste runter. Ja, aber da haben wir jetzt Kundschaft. Oh nee. Ja, ach komm, das ist so zu. Sicherheitsroboter. Was? Hilfe? Wo ist die Kollegin? Wo ist denn die Kollegin? Ach doch Gott. Ja, jetzt müssen wir da erstmal ein bisschen aufräumen. Sonst haben wir hier keine Ruhe. Oh ne, ich bin schon wieder tot hier. Hallo. So. Wo sind die Kollegen? Wir müssen unten, runter, runter. Wo sind die Kollegen? Da. Nein, das ist irgendwas unten. Jetzt warte, da sind wir reingekommen, oder? Da sind wir reingekommen. So. Und wir kommen nur hier. Jetzt geht es nur hier die Treppe rauf. So, und wo geht's da hin? Tür öffnen. Wir müssen darüber und runter. Und hier oben ist wahrscheinlich sonst nichts mehr, gell? Gut, dann gehen wir mal da rein. Oh, warte, jetzt können wir. Oh, wei, oh, wei. Aha. Ui. Uiuiui, das sieht ja. Mal sehen, was Sie zurückgelassen haben. Das sieht ja gut aus hier. Hallo, wo sind das Schüler hier? Da hinten, ja, ich schau bloß, ob man da, weiß man nicht, vielleicht kann man da irgendwas abgreifen oder so. Nee. Ja, gut, wahrscheinlich nicht. Ui, also an das kann ich mich jetzt definitiv nicht erinnern hier. Ehrlich jetzt. Warte, kann man da was weggreifen, eingreifen, abgreifen? Oh, affenartige Lampe hier. Kann man die mitnehmen? Achso, Wahnsinn. Wunderschön. So, ja, das Ding benutzen, ich weiß schon. Gut, benutzen. So. Abgeschlossen. Hör dir die Präsentation an. Das kann ich mir jetzt. Ey, Eiergold, genau. Kann mich jetzt echt nicht erinnern. Habe ich aber schon gemacht. Im anderen Und Charakter. im Falle eines Atomkriegs wird diese wertvolle Ressource für den Wiederaufbau der amerikanischen Wirtschaft von unschätzbaren. Aus diesem Grund wurde Voltec mit dem Bau eines völlig anderen Entschuldige, ich suche den besten Platz hier. Der nach der Ordnungszahl des gehüteten Metalls benannte Vault 79 wird die neue Heimat der gesamten amerikanischen Goldreserven. Aha. Fort Knox wird heimlich ausgemustert und geleert. Aha. Der Goldbestand wird zum neuen Vault transportiert und dort, geschützt von Vortecs erstklassigen Sicherheitssystemen, gelagert. Biometrie. Zur Erkennung autorisierter. Ja, müssen wir jetzt warten hier, was da passiert. Entwickelte Lasergitter wehren jeden Eindringling ab. Ui, ja eben, da müssen wir Und jetzt. Im unwahrscheinlichen Uiuiui. Fall eines Eindringens kommen Militärgeschütze zum Hohoho. Einsatz, Die müssen wir jetzt alle umhauen. Freunden von Robco gebaut haben. All das in Kombination mit Vortex einzigartigen, bleiverkleideten luftdichter Bauweise, Fusionsgeneratoren und automatischer Fertigung. Vault 79, eine goldene
der Zukunft für das Amerika, das wir alle so lieben. Präsentiert von Vortec. So, haben wir es jetzt hier. Komm her. Abgeschlossen. Jetzt muss ich mit der Kollegin quatschen, oder? Kann man da nicht schon irgendwas mitnehmen hier? Nee. Bauplan oder so? Nee. Sprich mit der Aufseherin, jetzt komm her. Zur Abwechslung sind die Gerüchte mal wahr. Gut, es gibt klar, dass ich nicht mal sicher bin. Es wird eine Herausforderung, genau, überhaupt in den Wort zu kommen, ganz abgesehen von der Fülle. Aber es lohnt sich. Was könnten wir ohne die Gier nach Wohl... Intelligenz 8. Können wir was auch von den Handel überleben? Genau. Genau. Ohne Tauschhandel und unregulierte Zwischenhändler. Das geht... Das geht nicht von heute auf morgen. Ist gar... Mensch. Ja, weiter. Aber zuerst müssen wir reinkommen. Ja. Wir können das nicht alleine schaffen. Wir brauchen Hilfe. Ui. Ah, ja, und wir müssen die Leute überzeugen, dass dieses Gold ihre Zukunft ist. Glücklicherweise haben sie bereits mit zwei Gruppen Raider Kontakt und aufgenommen, die jeweils Foundation ihre eigenen Talente haben. Die Raider und die Roader. Nee. Die Siedler, jetzt warte, im Moment muss ich das hier schon entscheiden. Die Siedler in Foundation. Muss man das jetzt hier schon entscheiden? Das sind die Siedler in Foundation und fragen Sie einfach ein paar Raider. Siedler und Raider. Ist das jetzt hier schon entscheidend? Weil das sind zwei, man kann es nur mit einer Fraktion machen und das entscheidet sich schon hier, oder wie? Warte, entschuldige. Ja, nehmen wir hier mal die Siedler. Bitte sprechen Sie mit beiden Gruppen. Sie werden sich wohl kaum verbünden, aber... Wir sollten uns alle Optionen offen halten. Aha, das muss man erst später entscheiden. Sprich mit der Aufseherin. Weil es sind zwei Steamer-Folge, aber man kann nur einen machen. Weil man eine Gruppe auswählen muss. Sprich mit Mac über Mac in Crater und Page in Foundation. Und das kann man nur mit einem machen. Aha. Jetzt warte. Jetzt muss man entscheiden. Mit denen macht man es dann. Jetzt warte. Mit Mac. Warte, machen wir es zuerst mal mit Mac, oder? Ist also in Crater. Gut, machen wir es zuerst mit Mac in Crater. Mac in Crater. Machen wir es mit der. Da muss ich eh nochmal komplett neu von vorn spielen und dann mit dem anderen. Im Page in Foundation. Das sind zwei Steam-Erfolge. Gut, okay, dann mal auf sie mit Gebrüll. Entschuldigung. Mac in Crater, die ist da in der Bude drin, jetzt kommen wir her. Das weiß ich jetzt wenigstens, wie ich da reinkomme. Da rein. So. Gut. Ist jetzt, und der Goldhändler hier, der kommt erst danach, oder? Jetzt warte. Links um die Ecke ist nämlich der Goldhändler. Und der ist aber erst, wenn man dieses Quest abgeschlossen. Ah, es ist denn tatsächlich. Normal ist hier der Goldhändler. Da ist der Goldtauschautomat. Da kann ich die Staatsanleihen verkaufen. Das kann ich immerhin schon mal machen, oder? Genau. Staatsanleihen in Gold tauschen. Aber der Goldhändler. Hier steht ein Goldhändler. Immer. Der kommt erst, wenn man in Dings eingebrochen hat. Aha. Na gut. Da ist die Wawa, oder? Nee, die haben wir auch noch nicht. Ist draußen gerade Tag? Die ist beim Christbaum. Nee, die haben wir auch noch nicht. Wir haben niemanden hier. Da! Da ist die Wawa. Schau mal. Oder so. Ist ja wurscht. Nee, die haben wir noch. Wo war denn die eigentlich? Ja, ist ja wurscht. Da ist sie, Sitze, oder Rara, oder wie heißt die, Wawa? Die zeichnet hier immer die Bildchen am Boden. Und da ist da... So andere. Viele Menschen! Und was war denn das für eine Quest, wie man da die Wawa... Die habe ich jetzt gar nicht mehr, oder so.
komisch. Hier ist es viel besser. Witzig. Na gut, okay, jetzt sprechen wir mit der Mac. Scheiße, ja, immer verbessern, das sagt Irie. Warte. Wir haben Mac gegen Martin und den Cracker gegen diese Schiffe. Die Quest habe ich hier jetzt gerade immer gefunden mit der Wawa. Gute Sache. Bei Margie wären wir längst tot oder hätten uns wo man die befreien muss. Na gut, sich okay. Also, jetzt gehen wir mal zur Mac. Was? Deine kleine Impfung macht dich irgendwie sympathisch. Du bist für uns von Nutzen, aber verwechsle unsere Dankbarkeit nicht mit Gastfreundschaft. Was auch immer du willst, scheint wichtig zu sein. Sonst wärst du nicht ja, so selbst... Ja, Quatsch, nicht los. Der Schatz in Appalachia, den gibt es wirklich in Volt. Warte, was ist Anne? Naja, nehmen wir mal das Erste. In Ordnung, du hast mein Interesse geweckt. Rede weiter. Was genau steckt in diesem Vault? Gold. Sämtliches Gold der Vereinigten Staaten. Das geht einzig und allein mich was an. Also. Faszinierende Wendung, faszinierend. Oder? Ich habe hier ja schon Gerüchte darüber. Gerüchte gehört. Der letzte Kasper, der den Standort des Schatzes als Trumpfkarte nutzen. Große Fabel, langes Kabel. Große Fabel. Mal angenommen, ich würde dir nicht glauben. Wie willst du... Wie willst du mich überzeugen? Ich habe Pläne aus der VTU, die kann ich dir zeigen. Na, das machen wir mal. Mann, ich könnte dich einfach umlegen und sie mir nehmen. Ja. Du musst noch einiges... Könnte ich einfach umlegen? Ich bin nicht blöd, warum haben wir uns noch nicht genannt? Ich mag dich irgendwie. Vielleicht super. Gibt's ja noch Hoffnung. Jetzt zeig her. Zeig deine Mac. Aufseherin hat ihr Mac. Wort gehalten. Die. Dann werden wir das alte Nuka-Werk wohl doch nicht angreifen. Zeige die Wolf. Fürs Erste. Barpläne für Mac an. Sorte. Sprich mit Mac, sprich mit Paige und jetzt soll ich, also wir machen es jetzt mal mit der Mac. Zeige die Vault Baupläne für Mac an. Und wie mache ich das? Ah, die muss ich irgendwo reinlegen jetzt. Ah, genau, die muss ich da ablegen. Was steht da? Honor means nothing, survival means everything. Vault Baupläne anzeigen, genau. Ah, doch, an das kann ich mich jetzt, glaube ich, noch halbwegs schwach erinnern. Und dann haben wir es mit der Mac. Und dann mit dem anderen kann man es dann immer, kann man es dann immer machen. Abgeschlossen. Und jetzt sprich mit Paige, müsste jetzt weggehen. Oder? Und jetzt muss ich mit ihr nochmal interagieren, oder? Ich glaube keinem, der dir was von okay. Das sieht ziemlich echt aus. Der Devise erst schießen, dann fragen. Sprich mit Mac über die Pläne. Hoffentlich wirkt dein komisches Gebräu. Falls auch nur einer von uns zum Verbrannten wird, ja, leg ich dich persönlich um. Sprich mit Mac über die Pläne. Ich nehme an, du kommst zu mir, weil wir wissen, wie man in so einen Vault rein. Aber ja, sowas machen wir natürlich nicht. Oh nein. Ich erwarte einen Teil. Dann haben wir also eine Abmachung. Ich liefere die Leute und du. Wir gehen gemeinsam rein und plündern den Laden. Hört sich gut an. Schick. Also, eins nach dem anderen. Bla bla. Ah, Pillepalle. Das ist was für Lucky Lou. Und, die müssen die Tür sprengen, oder? Das können wir draußen gehen sein. Was hältst du davon, wenn du ihn unten besuchst? Aha, den Stell muss ich vor, unten besuchen, genau. Weih ihnen deinen Plan ein und hilf ihm bei den Vorbereitungen. Verstehst du? Verstanden. Alles klar, 7-6. Aber häng die Sache bitte nicht an die Groß... Quest abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch einbringen. Da fällt mir ein, ich habe Lou eine Weile schon nicht mehr zu Gesicht bekommen. Gut, dass du nach ihm siehst. Ja, jetzt müssen wir den suchen. Der ist unten, oder? Unglaublich, dass der Rose immer noch im Top unten, of the World steht. Hätte erwartet, dass sie inzwischen nur noch ein Haufen Schrott ist. Und das kann ich mich jetzt hier erinnern. Warte. Da. Das ist der Bombenexperte, oder? Der hockt da unten irgendwo. Los, Abschieds! Ach, den müssen wir jetzt erst wieder suchen. Gibt's hier was zum Abgreifen? Nee. Und jetzt, komm, warte. Sprich mit Paige über. Ich könnte jetzt mit dem anderen auch noch sprechen. Ja, das nutzt aber nichts.
Von der Schippe, sprich mit Fischer. Optional finde Hinweise in Fischers Terminal. Und so, das ist oben wieder ins Wortle, oder? Das ist wieder oben. Der Drink hat dich nicht unbesiegbar gemacht, du Idiot. Sie können dich immer noch umbringen. Wie bitte? Gut, gehen wir mal wieder rauf. Jetzt warte. Optional finde Hinweise in Fischers Terminal. Wo ist denn sein Drecksterminal? So viel Arbeit. Was ist das? Appalachia, ich kurz weg. Achso. Sprich mit Page. Achso, das ist Sprich mit Page. Wo ist denn das Drecksterminal? Das ist der Fischer und jetzt könnte man noch optional suche Hinweise in Fischers Terminal. Fischers Terminal? Ah, komm! Na gut, dann sprechen wir einfach mal mit dem Fischer. Ist ja wurscht. Du bist die Neue hier, oder? Klar. Hab dich mit Mac reden und herumschnüffeln sehen. Was bringt dich her? Ein paar Fragen, Chef. Fragen? Oh, klar. Was denn für Fragen? Lou? Lou ist also, ein guter Kerl. Ist, viele meiden Lou, weil viele er einer von Lou. Diesen guten... Er schreckt nicht vor hart. Außerdem kennt er sich mit Sprengstoff. Kennt sie mit Sprengstoff aus? Nee, vor ein paar Tagen. Er ist viel allein. Er ist viel allein. Ein du guter. Hast ihn wohl noch nie gesehen. Kein Die Strahlung Anblick. In Pittsburgh hat ihn erwischt. Er war noch nie sehr umgänglich. War noch nie sehr umgänglich. Menschen machen ihm Angst. Und er jagt den Leuten Angst ein. Und er jagt den Leuten Angst. Das da wäre noch Klar. was. Aber sag mir zuerst, was dich herbringt. Oh, bitte. So viel Zutrauen gut, mag im Wort gut ankommen, also, aber hier... Klar. Jedenfalls kommst du so als Neuling. Meine Beine, was? Oh, echt witzig, naja. Lou, was? Ich... Stärke 8. Dann ihm auf die harte Tour. Okay, okay. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich hatte gehofft, dass er mittlerweile wieder bei Sinnen. Aber um ehrlich zu sein, sorge ich mich. Oh nee. Nicht, bitte. Dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Wäre ich noch immer gläubig, ja, würde ich sagen, Gott wacht über ihn. Lou hat verdammtes Glück. Er ist über mehr als ein Dutzend Mal habe ich Situationen erlebt. Komm. Gut, das Viech zerfetzte jeden seiner Kameraden. Doch an Lou. Vielleicht hat der Ghoul-Gestank sie was es auch war. So. Nicht genau. Nicht genau. Aber leider der ist sie noch nicht Bergwerk zurück. Da, oder? Meine Bekannte ist keine gewandte Rednerin und Luke. Klar. Ach komm. Oh, stimmt. Jetzt da meine Fährten nur für den... Womöglich... Du kannst das ist alles. Entschuldige, bitte nicht böse sein, aber das ist so ein Blabla. Und du kannst eh nichts entscheiden oder so. Also es hat mehr oder weniger keinerlei Auswirkungen, was du da... von der Schippe, triff Fischers Freundin. Stell dir das vor. Echt cool, Sachen umsonst zu kriegen. Gut, dass die Siedler das noch nicht kapiert haben. Von der Schippe. Triff Fischers Freundin. Jetzt warte. Daten. Von der Schippe, triff Fischers Freundin. Oh! Wo ist die wieder? Da in dem Bergwerk, oder wie? Oh. Gut, machen wir mal ein paar Meter weiter. So, das ist der kleine Lagerplatz, den man immer fotografieren muss. So, triff Fischers Freundin. Stelle das Funkgerät auf Fischers Ortungssignal ein. Stelle das Funkgerät Fischers Ortungssignal. Und jetzt, ich muss wahrscheinlich in das Bergwerk rein, oder? Gibt's ja noch was? Nee. Ich muss wahrscheinlich in das Bergwerk rein, oder? Guck, was war jetzt rechts oben? Und da hat sich irgendwas geändert. Warte. Schnell das Hunger.
Ja, so kann man seinen Tag verbringen. Abgeschlossen von der Schippe, sprich mit der Fährtenleserin. Aha. Warte, gibt's hier was zum Mitnehmen? Nee, nicht so richtig, oder? Warte, entschuldige. Fährtenleserin. Weasel, uiuiui. Hallo. Oh, ach ja, genau. Die ist dann im Ding auch. Fischer hat mich geschickt, du bist die Fährtenleserin. Ja, ich bin Weasel. Das ist aber trotzdem eine Männerstimme da. Lou ist tief in der Mine. Tief in der Mine. Suchen wir ihn zusammen. Suchen wir ihn zusammen. Also sprich mit Paige ist jetzt weg, oder? Achso, nee, doch nicht. Folge. Finde Lou. Der hockt jetzt unten irgendwo, oder? Warte. Der hockt hier unten irgendwo. Verschwinde hier, sonst könntest du sterben. Da. Hier ist überall Sprengstoff. Da. Welchen Na, Ball? Hoffentlich lohnt sich das. Lou. Ja, bin ja, ich. Ja, bin ich. Kenn ich dich? Du kennst mich nicht. Fischer? Aber warum? Dass wir gerne fragen soll. Warum bist du trotzdem gefolgt? Wir brauchen dich für einen nee. Job. Bin pensioniert. Du kannst dir deinen Job dahin stecken, wo die... Weil das ganz allein meine Sache ist. Halt dir aus meinen Sachen raus. Pass auf. Pass auf. Dieser Ort ist mit Sprengstoff präpariert. Deine Anwesenheit ist ein echtes Problem. Du kannst versuchen, zu mir zu gelangen, bevor ich mit diesem scheiß Detonator fertig ja, bin. Doch, an das oder kann ich mich jetzt alles eher andere erinnern. Wäre nicht zu empfehlen. Oh, jetzt entschuldige mich. Bin beschäftigt. Gut. Nicht weiter. Hat Lou verriegelt. Lou verriegelt? Lou verriegelt noch. Finde einen Weg zu Lou. Ah, die hat das jetzt. Komm her, die führt mich jetzt hin, oder? Finde einen Weg zu Lou. Hier drüben. Also das müssen wir sprengen irgendwie, oder? Warte. Das müssen wir irgendwie... sprich mit Weasel. Warte, kann man, gibt's dann hier nix irgendwie, nee. Sprich mit Wiesel. Ich habe eine Idee. Das sprengen doch. Wie sieht's hier aus? Wir können sie weghusten. Wir könnten sie weghusten. Weghusten. Mit viel Das ist doch eine Männerstimme, die das hier, obwohl das ist doch aber optisch eine Frau, oder? Klingt als wüsstest du, was du sowas schon mal. Du schon mal gemacht. Da muss ich jetzt weggehen, oder? Warte. Die hat das auf da, oder? Die sprengt das jetzt, oder? Finde Lou. Gut, den finden wir jetzt noch und dann machen wir Pause. Die sprengt das jetzt, oder? Zurück, oder zurück. Du wirst sterben. Bumm. Alles gut. Hab ich ja gesagt. Gut. Jetzt gehen wir da rein, oder? Bindelo. Jetzt gehen wir da rein, oder? Oder muss ich mit der nochmal quatschen? Nee, die kommt jetzt. Gehen wir da rein. Aha! Was quatscht die? Achso. Oh, warte, ich muss essen, trinken, warte. Wasser, Wasser. Leuchtendes Steak, ja. So. Ui. Hast du das gebaut? Eine Maschine, um sich zu töten. Ein elektrisches Kuh. Nicht funktioniert. Aha. Finde Lou. Finde Lou. Jetzt finden wir den. Finden wir den noch schnell, oder? Warte, entschuldigen, schauen wir mal 3 Meter noch ein bisschen rum hier. Nee. Wo ist da? Ah, warte, da. Was ist das? Neuer Braten.
Protokollmaschinenraum, das muss man eventuell mitnehmen, oder? Heilsalbe. Primär. Entschuldige, dann müssen wir da runter. Entschuldige, kann man noch irgendwas abholen? Was ist denn da hinten? Noch ein Raum. Gut, dann gehen wir da. Da ist ein. Da, ja, da geht's auch weiter. Ich muss aber. Sorte, nee, jetzt sind wir hinter der Tür wahrscheinlich, oder? Nee, entsperren benötigt Terminal. Finde Loot, gut. Sorte, ach komm. Finde Loot. Also jetzt müssen wir wahrscheinlich. Jetzt müssen wir unten. Finde Loot, das kann ja, wo ist denn das? Gehen wir mal in die Richtung, oder? Da sind wir runtergekommen. Wo geht die hin? Was macht die? Wo ist das Lasergewehr? Ne, da hinten geht's nicht weiter, oder? Nicht so richtig. Da sind wir runtergekommen. Jetzt schauen wir mal, dass wir den finden und dann machen wir Pause. Ja, gut. Gut. Kann man da was abgreifen? Das wollte ich tun. Achso, nee. Also gehen wir mal weiter. Hat noch eine Todesfalle aufgestellt. Vielleicht kannst du sie gegen die Kreatur einsetzen. Aha. In der Lu. Da unten irgendwo. Ah, ja, da. Doch, jetzt kann ich mich erinnern. Jetzt kommt ein Wendigo oder irgendein komisches Vieh oder Todeskralle und wir müssen da mit Hilfe der drei Geschütze das umhauen oder so. Gut, dann machen wir da mal Pause. Jetzt warte. Also schalten wir aus und wieder ein. Tschüss, bis gleich.